Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Dietmar im Klammbausteinkeller. Ja, ich finde es toll, dass ihr wieder den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. Und ich denke, heute könnte sich das ein bisschen lohnen für den einen oder den anderen. Ja, und zwar möchte ich mal, ja, es gibt ja immer noch dieses geniale Set, was wir hier vorne schon sehen können. Und zwar den Camaro, den Z28 von 1969. Ja, gut, 18 plus Set. Z-Nummer ist die 10304 mit 1456 Teilen. Ja, wir haben ja schon mit diesem Set schon mal geredet. Und zwar haben wir denn anstatt diesen hier zu bauen, haben wir ein anderes Fahrzeug gebaut. Prost auf die Wege. Und ja, mussten dann auch da wieder feststellen, halt, ich meine, klar, dass aus den gewissen Teilen, die man da zur Verfügung hat, kann man halt nicht viel Besseres machen. Aber auch da war natürlich eben die gesamte Wut an ausgekotzten Regenbogenfarben mit dabei. Und ja, dem einen oder anderen hat das denn ja wahrscheinlich immer noch nicht ganz so gut gefallen. Ja. Aber dafür gibt es halt auf derselben Seite bei Rebrickable, ich liebe diese Seite mittlerweile, gibt es ja mittlerweile mal Mocker, die sich sagen, okay, dieses ausgekotzte, das wollen wir an sich nicht mehr haben. Und mal bauen den halt so weit um, dass man die ganzen Farben nicht mehr sehen kann. Die sind zwar teilweise immer noch drin im Set, aber man kann halt auf den, ja, wenn man auf dem Kotflügel und so durchguckt hat, das kannst du nicht mehr sehen, weil teilweise sieht das innen drin ja, ich blende es mal eben ein, so aus. Ja, herrlich bunt, blumig, wo man sich dann auch da mal fragt. Ich meine, gut, vorne in dem Motorraum hat das mit dem Rot, das ist ja okay, aber die ganzen anderen Farben, die man so verbaut hat, die man teilweise auch sehen konnte, das ist nicht so schön. Das andere, was man sich dann auch wieder gefragt hat, ist, warum fließt man halt das Teil von innen nicht? Also man kann auch im fertigen Produkt natürlich diese komischen Platten in der Mitte sehen. Und ja, ich meine, die Freunde der Kubis jetzt zum Beispiel, die wissen ja ganz genau, ja wieso, das geht auch anders. Ich meine, gut, klar, die Bauweise von Kubi ist rechts nach links. Ja, aber hier kann man auch wie vorher mal die Fliesen sehen, beziehungsweise die Noppen sehen. Und das ist halt nicht ganz so toll. Also hat sich dann einer mal die Gedanken gemacht und sich gedacht, hey, das muss ja auch besser gehen. Ja, und das geht auch definitiv besser. Und zwar war die Hauptaufgabe weg mit den farbigen Blocks, beziehungsweise eben halt mit den Teilen, die man von außen sehen kann. Man kann es auch teilweise bei anderen Sets eben halt auch schön sehen, dass da beim Millennium Falcon oder bei anderen Sachen halt natürlich innen drin alles kunterbunt und blumig ist. Und wenn man dann von der Seite reinguckt hat, dann kann man das super sehen. Und das möchte nicht unbedingt gerade jeder sehen. Und dementsprechend gibt es da auf der Rebrickable-Seite einen Umbau von einem Camaro SS in Schwarz. Gut, ich habe den jetzt nicht komplett in Schwarz übernommen. Aber der Nikolai Gamurar, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Also Kurzform ist Nikolai FX. Der hat das Ding mal so weit umgebaut, dass man ja erst einmal die schwarzen Dinger nicht mehr sehen kann. Er hat auch viele Teile immer zugefügt. Da sollte in Schwarz sein. Viele Teile habe ich angenommen, viele Teile habe ich auch wieder geändert. Aber ich zeige es euch gleich das fertige Set. Also hier nochmal die Rebrickable-Seite. Denn kommt bei diesem Set was zum Einsatz. Ja, da gibt's ja, den gibt's ja in anderen Kindern schon halt. Das ist halt der Steinedrucker. Ja, das ist denn diese Seite hier. Da kann man auch da das Set sehen. Ja, und der gute Mann hat wieder einen super Job abgeliefert. Klar, man darf jetzt immer den Preis von diesen Sets nicht reden. Aber da gibt's halt diese Scheiß Aufkleber nicht mehr, sondern ich habe das dann alles über Prints dann geregelt.
Bei Nikolai zum Beispiel gäbe es auch noch einen kleinen Bogen halt dabei, wo er sagt, okay, wenn ihr das alles in Schwarz haben wollt, könnt ihr das dementsprechend ausdrucken. Er hat auch mit diesen Seitenbegrenzungsläuchen das etwas anders geregelt. Aber ich fand an sich immer das ganz interessant, mal aus das bisschen was von ihm zu nehmen. Na gut, ein bisschen was von ihm, also jetzt das Hauptmodell ist von ihm. Ein bisschen was vom Steinedrucker, bisschen was vom Chrome Block City. Ja, weil dummerweise ein, zwei Teile bei einem anderen Lieferanten, mit dem ich immer jetzt einen sehr guten Kontakt habe, leider nicht verfügbar waren. Und der andere Lieferant ist halt custombricks.nl, also hat nichts mit dem deutschen Custombricks zu tun. Der kommt aus den Niederlanden, der zufälligerweise aus Almelo, zufälligerweise genau da, wo ich arbeite. Ja, und mit dem habe ich mich dann halt auch letzte Woche mal getroffen. Und haben uns mal ein bisschen so unterhalten über seine Produktionsweise, wie er die Teile so gemacht hat. Man muss dann wirklich auch dazu sagen, ja, er lässt sich nicht ganz in seine Karten gucken. Also, er hat mir mal grob erklärt, wie er die Teile so fertigt, dass also praktisch die Teile dann getaucht werden bei ihm. Aber er wollte mir nicht erklären, also es sind wirklich aufwendige Techniken, halt, wie er die Teile dann da tauchen lässt, damit auch wirklich möglichst viel Farbe und wirklich in allen Seiten reinkommt und trotzdem so wenig Farbe drauf ist oder noch so genügend Farbe drauf ist, dass es hält. Also die Farbe und noch genügend Farbe, dass man auch wirklich die Teile noch zusammenbekommt. Also das fand ich super interessant. Ne? Also schönen Gruß von meiner Stelle hier an Erik. Und er ist auch in der Lage, eine kurzfristige Lieferung möglich zu machen. Also das war, ja. Ja, wie gesagt, aber man muss dann leider aufpassen. Das sieht man auch gleich beim Set. Ich zeig's auch gleich. Dass die Farben, also wenn ich jetzt Chrom bei Eric bestelle, ist alles und die ganzen Farben sind natürlich alle gleich Chrom. So, wenn ich das natürlich jetzt zusammenschmeiße mit denen vom Chrome Block City, der hat natürlich mehrere Chromfarben, also Chrom Silber, Chrom Steel, Chrom Aluminium etc. Und ich habe mich natürlich auf Chrom Silber dann konzentriert halt und da gab es doch einen kleinen farblichen Unterschied. Das fällt beim fertigen Set nicht mehr ganz so krass auf, aber es ist dummerweise ein Teil, was ja, Chrome Block City am Lager hatte, was leider beim guten Erik leider nicht vorhanden war. Aber gut. Ich seid jetzt wahrscheinlich jetzt alle gespannt, wie er jetzt so fertig aussieht. Wahrscheinlich ist das auch die Nüchterung ganz, ganz groß, weil der fertige Camaro sieht halt nicht mehr ganz so, ja, man sieht halt nicht ganz so stark, dass da was gebaut worden ist, aber ja, vielleicht fällt es dem anderen doch auf. Ich werde ihn mal eben kurz hier hochholen. Ja, man sieht einfach ein paar Fingertüpfen drauf. Also das Set hat ja schon zwei, dreimal Aufbau und Abbau hinter sich. Das ist er. Oh, ein bisschen sehr weit weg. Einmal die Kamera ein bisschen randrücken. Wenn übel wird, sollten wir kurz weggucken. Rupp. Einmal ein bisschen ranzoomen, ein bisschen in die Mitte. So, und da haben wir das fertige Set. Ja, was dann gleich auffällt, hoffe ich jedenfalls, es ist halt sehr viel Chrom dazu gekommen. Also Chromgriffe und die Chromleiste ist dazu gekommen, Chromfelgen und andere Reifen hatte er. Guter Mann von, also der Nikolai hat auch andere Reifen eingesetzt. Damit wirkte ihm das Auto etwas bulliger und die Reifen und das Auto, die Kombination, das kommt halt ein bisschen weiter nach draußen. Er hat die gesamten Türen und sowas auch verändert. Und zwar merkt man das besonders gut, wenn man jetzt hier mal so reinguckt. Der Innenraum ist deutlich cleaner geworden. Gut, das Einzige, was mir nicht so richtig gut gefällt, ist einfach, dass das Lenkrad hier schön auf dem Sitz klebt. Also das hätte man besser machen können. Man sieht das hier vielleicht so ein bisschen an. Aber gut, das ist so ein kleines Detail. Ja, ich meine, das ist kein Spielset. Ansonsten, innen drin, die Armaturen, das ist natürlich Print. Grüße an den Steindrucker. Innen drin, der Bremshebel, das ist Chrom. Ja, das geht dann an. Ja, das ist eine Kombinationsarbeit aus Brickable und die Custom Bricks und Chrome Block City. Auch innen drin in der Tür hat sich ein bisschen was geändert. Ja, also hier mit dem angedeuteten Griff, mit der Türkurbel und natürlich das Eis,
und einen Anschlag. Jetzt weiß ich leider nicht, jetzt will ich also nicht unbedingt gerade so großartig protzen, ob der von Lego nicht vielleicht auch einen Anschlag hatte. Weiß ich nicht. So, so sieht er von hinten aus. Also landtechnisch, das ist alles was gleich geblieben. Das Einzige, was man hier verändert hat, ist den Ausgang der Auspuffrohre. Das hat man ein bisschen verändert. Der Rest ist natürlich wieder Print bzw. Chrom, diesmal wieder von Custom Bricks. Ich habe die Stoßstange mal eigenwillig geändert. Man sieht das vielleicht ein bisschen, weil da ist normalerweise noch eine Noppe drauf hier auf der Ecke. Die Noppe habe ich wegrationalisiert. Kofferraum, der ist super clean, da ist nichts drin. Man sieht auch keine anderen Farben. Also das mag vielleicht den anderen auffallen. Also es ist einfach nur grau von innen. Gut, in der Heckklappe hat man vielleicht ein paar andere Farben noch verbaut, aber ansonsten ist das Ding einfach komplett grau. Ja. Ja, dann kann ich mal die Beifahrertür öffnen. Dann sieht man es auch, wie gesagt, von innen drin sehr schön. Ja gut, aus Tradition da vorne, da guckt halt ein kleiner Blauer durch. Ich weiß nicht, ob man so sieht. Da hätten wir so ein bisschen. Ja, aber ansonsten, also den Innenraum hat er deutlich besser gemacht. Der sieht richtig schick aus. Gut, die Würfel habe ich wieder dazu gefügt. Die gehörten an sich gar nicht dazu. Ja. Auch mit dem Anschlag hier, das ist an sich ganz gut gemacht. Klar, das ist ja ein schöner Print vom Steinedrucker. Und das ist dann die neue Front. Also ich habe mich für die Front entschieden, wo man die Lampen nicht so sehen kann. Und den Motorraum hat er verändert. Also klar, die Motorhaube sieht man auch, die ist komplett in Schwarz. Ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen, weil man kann damalsweise die Motorhaube nicht ganz so groß öffnen. Ja, ich versuche mal abzubauen, dann kann man vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, also bis gleich. So, einmal ein bisschen abrupt das Ding abgerissen und schon kann man den Motorraum sehen. Ja, das ist halt jetzt eine Pracht aus roten Baustein, Chrom und Prints. Ja, also vorne auf der Seite ist noch ein schöner Print drauf. Ja, oben das Teil ist ein Print und der Rest ist halt Chrom und Silber. Man hätte vielleicht noch die anderen Farben, Moment, also hier und da schimmert noch ein bisschen Gelb und so durch hat, aber das hätte sich halt in Grenzen. Und besonders stark hat man es nicht auf den Seiten gesehen, wenn man den Kotflügel reingeguckt hat, dass das da ziemlich bunt aussah. Das hat er komplett wegrationalisiert. Jo. Motorhaube, ja. Ich weiß nicht, ob sich da was verändert hat. Gucken, ob das Ding jetzt wieder so drauf bekommt. So spontan. Ne, so spontan nicht. Doch, zack. Und Motorhaube sitzt. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich euch heute mal zeigen wollte. Einen ziemlich genialen Camaro in einer neuen Optik. Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, den Camaro gibt es ja dann hier und da schon für 130 Euro. So. Dann kommen wir mal knapp roundabout, ich glaube, das waren 36 Euro beim Steinedrucker dazu. Das ist schon fast wieder beim Originalpreis. So, die extra Bausteine, die man natürlich noch benötigt, um den Schwarz zu bekommen. Das sind dann auch nochmal so knapp, was habe ich bezahlt? Knapp roundabout 60 Euro nochmal drauf. Dann kommen die ganzen Chromteile nochmal zu, die auch nochmal so mit knapp, ja, muss man fast einen Nagel im Kopf haben, mit knapp 100 Euro nochmal aufschlagen. Also das heißt, die extra Teile, die da hinzukommen, haben nochmal einen etwas höheren Preis, als das gesamte Set an sich hat. Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, halt in einer kleinen Serie Steine drucken zu lassen, halt, das ist schon ziemlich teuer. Beziehungsweise das Ganze verchromen zu lassen. Also da kostet ja ein Teil immer nicht mal ein paar Cent, sondern über ein paar Euro. Und dementsprechend hat man dann nachher dann auch ein Set da stehen, was einen Preis von über 200 Euro denn repräsentiert. Ja, von weit über 200 Euro, 250 Euro ungefähr.
Und naja, weit über 200 Euro. Also wenn man es grob nachrechnet halt, also ein Original-Set, nehmen wir mal den Original-Set-Preis, dann dachte ich, das braucht 160 halt. Steinedrücker, also nochmal 40 Euro ungefähr drauf, sind wir bei 200 Euro. Die anderen Teile 260 Euro. Chrome-Map-CD sind wir bei 360 Euro. So. Und jetzt muss man sich überlegen, ist es einem das wert, dass man dann auch so ein finales Produkt da stehen hat? Ja, da muss man erstmal ein bisschen schlucken. Jo. Aber es ist halt so. Ja, man muss nur aufpassen. Man sieht es vielleicht jetzt hier vorne. Hier an dem Teil Baustein. Das ist Custom Bricks. Das hier, die beiden hier, das ist ein Teil. Das ist Chrome Block City. So. Ich will mal versuchen, andere Steine von Chrome Block City zu bestellen. Um dann vielleicht zu schauen, halt, welches von den Farben her einigermaßen dazu passt. Jo. Gut. Jetzt geht's ja wieder, oder jetzt will ich eine Bewertung von abgeben halt. Und ich sag mal so, für das, was wir jetzt hier haben, ist auch vielleicht ein bisschen Eigenlob dabei, wenn man das Ganze etwas anders aufgebaut hat. Aber wenn man so die verschiedensten Positionen jetzt so durchkalkuliert, ich will nicht sagen, dass es eine 1 ist. Aber es ist einfach eine gute 2 geworden halt. Ja, 2 bis 2, 1. Es ist nicht das beste Set. Vielleicht muss man ein bisschen was verändern an dem Set halt. Es ist vielleicht immer noch nicht nah am Original dran, weil die Originalfarbe wäre orange gewesen halt. Oder eine mit der beliebtesten Farbe wäre orange gewesen. Hat man ja leider nicht hinbekommen. Schade eigentlich. Aber im Groben Ganzen nett möchte ich diesem Set eine 2 geben. Also von mir Note 2. Ja, und jetzt die Frage an euch. Was haltet ihr von dem Set? Was haltet ihr von den Umbauten? Ist das was für euch? Ist es vielleicht auch eine Sache, wo ihr sagt, nee, also wenn Lego das nicht original hinbekommt hat, dann kaufen wir das Set gar nicht. Schon gar nicht auf der Grundbasis her, sich vielleicht mal zu überlegen hat, ah, vielleicht bauen wir mal ein paar andere Teile dazu oder ein paar andere Sachen dazu, dass man uns etwas verbessern kann. Gut, Steinedrucker kann man sich immer von ausgehen, dass er für die etwas populäreren Sets halt auch die Drucke mit auf den Markt bringt hat. Ja, und die Teile bei Chrome Block City bzw. bei Custom Bricks, die muss man sich halt händisch selber raussuchen. Also man muss dann selber in der Baudatei reingehen und entscheiden hat, welches Teil soll jetzt in dieser anderen Farbe auf die, umgebaut werden. Hat dann ein bisschen Arbeit gekostet, also alles im allen mit Recherche etc. Da sitzt man dann schon ein paar Stunden dran. Aber ich finde das Resultat, das Finish, das Finale, das zeigt einfach schon, ja, das Set hat Potenzial. Einfach sehr viel Potenzial. Also für mich hat es herzlich gelohnt, gerade um euch das mal zu zeigen, wie ein Set so aussehen kann. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wie, was ihr so von den Umbauten haltet, halt, wie ihr das jetzt findet halt. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ja. Über ein Abo würde ich mich natürlich besonders freuen. Ja. Endgrenze dieses Jahres war, weil ich auch letztes Jahr schon 500. Mal gucken, vielleicht schaffe ich ja halt das kleine Minimalziel. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch viel, viel Spaß bei euren eigenen Bauprojekten. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Und da, ich sag nichts. Ich habe ja schon mal was geteasert. Und das Teile oder die Teile, wenn danach noch die anderen Teile kommen, werden in das andere Set mit einfließen. Dann gucken wir mal. Wenn das alles soweit klappt, schauen wir mal. Aber das hat ja diesmal funktioniert. Ja, wie gesagt, ansonsten sieht man sich nächste Woche Sonntag wieder. Selbe Welle, selbe Stelle. Euer Dietmar im Klemmbausteinkeller.